Ping-Pong 2. In dieser Spielform trainieren wir das Kombinationsspiel in Überzahl und die Verlagerung des Spieles und damit die Spielintelligenz unserer Spieler. Dazu benötigen wir ein Spielfeld von ca. 30 Metern Länge und 20 Metern Breite. Zwei Teams spielen im 4 gegen 4 gegeneinander auf Ballbesitz. Die beiden neutralen grünen Spieler gehören jeweils zur ballbesitzenden Mannschaft, müssen jedoch stets direkt spielen. Ziel ist es, den Ball von einem grünen Spieler zum anderen zu bringen, ohne dass der Ball dabei verloren geht. Gelingt dies dem ballbesitzenden Team, so erzielt dieses ein Tor. Die beiden grünen Spieler dürfen jedoch untereinander nicht passen. Das Team mit den meisten Toren gewinnt das Spiel. Tauschen Sie danach die beiden grünen Spieler aus.